Ja, aus Faulheit sammle ich zwischendurch dann schon mit dem Telekinese auf. Dann brauche ich nicht so weit laufen. Laufen ist nämlich eine Tortur. Mit den ganzen Anhang hier drumherum. Dann gucken wir mal, wo der Kollege hin ist, der uns eben gekillt hat. Ob wir den genauso schnell und genauso gut platt bekommen, wie wir das mit dem anderen hinbekommen haben. Na toll, der hier ist immun. Natürlich ist der immun. Gegen Feuer sind die anderen ja auch. Nur dieser dicke Baron, der war es halt nicht. Muss nochmal in der Nachbearbeitung gucken, wie der andere Baron hieß. Irgendwas mit A. Das war auf jeden Fall nicht der, den wir zuerst hatten. Außer er hätte plötzlich seinen Namen geändert. Ich meine, das kann ja auch sein. Aber eher unwahrscheinlich, ne? So, hier packen wir mal ein paar Guardians hin. Zumindest um diese Skelette. Toll, jetzt läuft das Skelett natürlich hier durch. Ja, gut. Ich glaube, dass wir dieses Level auch schneller durchbekommen als das letzte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nur so ein Gefühl, dass das so sein könnte. Ah, hier ist so ein vereinsamtes kleines Vieh. Das machen wir eben im Vorbeigehen platt. So, das ist der andere Kollege. Dann machen wir jetzt erstmal alles drumherum platt. Wir machen erstmal einen kleinen Rückzug. Nämlich hierhin. Cleverer Rückzugsort, weil wir hier überhaupt keine Ausweichmöglichkeit haben. So, und dann bereiten wir uns eben kurz vor. Und dann gehen wir zu ihm. Da kommt schon der erste Balrog hoch. Das heißt, wir machen das erstmal so. Wir nehmen Feuer. Ich hoffe, das ist gut gegen den Kollegen. Und killen ihn dann hoffentlich damit. Wir werden es sehen. Nein, er nimmt keinerlei Schaden davon. Das ist natürlich bitter. Aber vielleicht kriegen wir ihn hier mit. Dann müssen wir nur auf die zweite Hand mal zumindest ein paar Skelette nehmen. Sonst haben wir nämlich bald keine mehr. Baron Nummer... Nimmt er davon? Ja, doch, davon nimmt er Schaden. Wenn ich das richtig sehe und interpretiere. Und er lässt sich davon sogar blocken. Wir müssen halt nur das aufrechterhalten. Dann ist er eigentlich easy. Und hier treffen seine Blitze und nicht, weil unsere Skelette das abschirmen. Also, eigentlich ganz gut. Hat der Wegfindungsprobleme oder ist er einfach nur begeistert, wie gut wir das hier machen? Wie elegant. Aber C ist der Kollege schon mit seinem Extra Strong. Aber, oh, jetzt hat er sich einen Zentimeter nach vorne bewegt. Ja. Weil ich treffe nicht mehr so gut. Aber ich glaube, er ist gleich down und zwar genau jetzt. So, kaum zu fassen, dass er uns eben gekillt hat. Unsere Skelette hat es dann doch am Ende noch zerrissen. Aber es hat ja gereicht, das ist die Hauptsache. So, dann entnehmen wir ihm mal die gelbe Leather Armor. Ich glaube, dass das Ding nicht besonders toll sein wird und außerdem stinkt es wahrscheinlich. Der Typ sah irgendwie komisch aus. Und schauen wir weiter, was wir hier noch so vor uns haben. Und wir gucken auf jeden Fall heute auch noch in diesen Wald. Der war nämlich cool. Und ich hoffe, dass ich dort eine Technik anwenden kann, die ich bei dem Sarix gesehen habe. Wobei er sagte, die wirkt auf den höheren Schwierigkeitsgraden möglicherweise nicht mehr. Wegen welchen Immunitäten meine ich. Wir müssen es uns anschauen. Aber wir kommen natürlich erst dazu, wenn wir auch dort sind. So, ich werde natürlich zwischendurch auch mein Gold einsammeln, was ich vorhin verloren habe. Damit wir das auch wieder haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das Level haben wir dann noch größtenteils. Also das ist nicht mehr viel, was wir hier machen müssen. Ah, hier hinten sind tatsächlich noch ein paar kleine versprengte Reste. Das ist eigentlich ganz cool. Die werden schön zurückgeworfen von dem Eis. Ist jetzt nicht kräftig, aber es wirkt. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen auf Magic gehen. Ich denke mal, das hilft uns. Dann können wir nämlich einfach ein bisschen mehr austeilen. In letzter Instanz, wenn es hart auf hart kommt, können wir uns eh noch auf uns selbst verlassen. Die Monster machen dann, was sie wollen. Das hilft ja auch nicht. Dann müssen wir gleich nochmal in den unteren Bereich, denn den haben wir noch nicht groß erforscht. Im oberen Bereich des Levels sind wir eigentlich soweit durch, denke ich mal. Kleinkram hebe ich natürlich nachher auf, aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Mal schauen, ob ich das schaffe in diesem Urlaub, diesen Schwierigkeitsgrad dann auch durchzuhaben. Wäre eigentlich ganz cool. Und dann gucken wir mal weiter. Aber naja, erstmal müssen wir dahin kommen und dann können wir schauen. So, wie erwartet, sind hier noch ein paar von diesen Skelettviechern und auch noch einige andere. Also, ja gut, mit Feuer brauchen wir hier nichts versuchen. Das macht keinen Sinn, aber ein bisschen Blitzen wirkt dann ja ganz gut. Ach, verdammt enge Gänge hier, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ist hier noch einer neben uns? Nein. Okay, ja, das war ja easy, ne?
Bis auf die Blockadeversuche von gewissen Monstern war das easy. Gut, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Denn ich denke, bis auf einen kleinen Bereich hier unten, sieht es, und da, sieht es eigentlich ganz gut aus. Da werde ich nochmal kurz rüberspringen. Und dann gucken wir mal, was wir da noch finden. Ich denke mal nicht viel. Und gehen dann in den Zauberwald. Das erinnert mich immer ein bisschen an Legend of Zelda auf dem Game Boy. Da gab es auch den Zauberwald. So, damit hätten wir das wohl größtenteils erledigt. Aufräumen, wie gesagt, ist noch nötig, aber wir werden jetzt in die Stadt gehen, ein Portal aufmachen und wir kommen dann später wieder zurück, um hier aufzusammeln. Also genauer gesagt ich, nicht wir, will das ja keinem zumuten. Aber wir gehen jetzt gleich in den Wald. Wir werden mit Aria nochmal drüber sprechen. Ich sortiere eben kurz Zeug weg und dann reden wir mit ihr darüber und dann gucken wir uns den Wald mal an. Und schauen wir, was Kane dazu zu sagen hat. Denn das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant. Und vor allen Dingen kann Kane dann auch gleich für uns identifizieren. So, schauen wir mal. Wir haben einen Chaos Fletch gefunden. Der macht ein bisschen Magieresistenz, ein bisschen Kälteresistenz. 7 zu Ausdauer, 13 zu Vitalität. Vitalität ist ganz interessant, aber ein Bogen ist für uns halt nichts. Und ein bisschen Lightning Damage, also eher uninteressant. Ja, der klaut einfach Mana. Bekloppt, braucht man nicht. Flame Dart, naja, etwas Ausdauer, aber weniger Vitalität. Größere Chance zu treffen. Feuerschaden macht er, 2 bis 12. Eher so ein Anfangsbogen, sage ich öfter, aber ist leider so. Also man findet hier jetzt nicht so super tolle Sachen. Ein bisschen erhöhte Chance, einen Firebolt zu casten, wenn man damit trifft. Okay, einen Hailstorm Pelt haben wir hier. Serpent's Skin Armor. 42, gar nicht mal so schlecht für so ein Teil. Hat auf jeden Fall auch 58% mehr Armor als die Normalklasse von diesem Rüstungsteil. Ja, resistent gegen Blitz, weniger Schaden, okay. Und der Attacker, also der Angreifer, nimmt auch noch Schaden, wenn er uns angreift. Nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt leider auch nicht mehr. Und das ist fast das gleiche, also genauso schlecht. Allerdings plus 5 zu allen Attributen. Das ist eine Sache, die nett ist, aber mit 28 Armor-Class, naja, da braucht man nirgendwo mit ankommen. Gut, das wird alles verschrottet und dann gehen wir zu Adria. Wenn ich natürlich sage, das wird alles verschrottet, dann meine ich nicht den Unique-Bogen. Achso, und was ich vergessen habe, ist, wir haben natürlich auch Amulette gefunden. 9 zu Vitality, 1 Light Radius, okay, ein bisschen Magic. Und nochmal Light Radius, also auch nichts Interessantes, wird auch alles verschrottet. Ja, Unique-Items kann ich nicht verschrotten, das geht einfach nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Das sind Unique-Items. Meine Güte, die kann man doch nicht verschrotten. Also ich kann es nicht. Ich kann es verstehen, wenn man sie verschrottet, aber ich mach das nicht. Die sind ja unique. Die gibt es ja nur ein einziges Mal. Die kann es ja gar nicht öfter geben. Was so ein bisschen komisch ist, weil wir das gleiche Unique-Item schon bestimmt 5-mal gefunden haben. So, mal gucken, was sie zu sagen hat. The succubus is a demon that feasts upon the essence of mortal men. You will find that Andario has quite an appetite. The town will soon be devoid of any adult males, unless you stop her feeding now. Okay, also Andario hat einen Appetit auf Männer. Und einen sehr großen, was das angeht. Wenn wir uns nicht beeilen, dann gibt es bald keine Männer mehr. Und sie scheint es nicht so besonders zu bedrücken. Sie ist ja auch kein Mann. Ja, gucken wir mal, was Kane dazu sagt. Ich meine, das ist ja schon ein älterer Mann. Der ist da vielleicht nicht mehr so anfällig. It reminds me of ancient writings about a demonic temptress called Andariel. Known as the Maiden of Anguish, her thirst for mortal blood was so great that she sought to learn a spell to breach the mortal realm. By seducing one of the dark sorcerers of the Netherworld, Andariel took the knowledge she needed and so began to lure mortal men into her dark corner of hell. If these legends are true, she is not a creature to be taken lightly. Also Andariel hat einen dunklen Spruch gelernt, indem sie einen Zauberer der Netherworlds bezirzt hat und damit konnte sie in unsere Welt eindringen und hat eine unbändige und unstillbare Lust auf das Blut von Männern. Ja, und die lebt sich hier halt voll aus, diese Lust. Naja, jeder soll sich in seinem eigenen Paradies selber ausleben dürfen. Das sollte man den Leuten und auch Dämonen natürlich schon zugestehen. Allerdings sollte es dann natürlich nicht zu Lasten anderer gehen, ne?
So, und jetzt werden wir es uns auch gleich mal anschauen mit Andariel. Und mal gucken, was wir da so reißen können. Ich weiß allerdings nicht mehr ganz genau, wo ich da hin muss, um da hinzukommen. Das werde ich eben suchen. Das ist auf jeden Fall hier irgendwo in der Stadt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es einen Durchgang. So, ich glaube, wir haben es gefunden. Das ist hier. Man muss zu dieser Underground Passage. Und dann ist man im Wald. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil im Original Diablo 1 gibt es das halt nicht. Da kommt man sozusagen nicht in die Oberwelt. Das hat man erst ab Diablo 2. Ja, und hier hat man über diese roten Lichter, das sind genau die, die die Männer hier in das Unglück gelockt haben. Wir werden mal schauen, was wir hier reißen können. Diese Dinger hier dürften eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Die sind nur irgendwo zu Kälte. Oh, ein Necromancer's Ring Rezept. Ha. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Wir reißen es sofort an uns. Egal, was da gekämpft wird. Koste es, was wolle. So. Oh, Gifter. Mag ich nicht. Lassen wir mal ein bisschen auf hier. Great Sword haben wir da hinten. Uiuiui, irgendwas hat reingehauen. Ja, zum Glück können wir auch durch solche Lücken hier durchcasten. Das wird nicht registriert als Barriere oder sowas. So, jetzt haben wir es ein bisschen freigeräumt. Dann gucken wir mal, ob wir das Armor-Rezept oder das Ring-Rezept lesen können, ja? Das können wir. Schön. Uiuiui. Mal ein bisschen auf die Umgebung achten hier. Ja, viele Monster sind hier. Es erinnert tatsächlich ein bisschen an Diablo 2. Das ist ganz lustig eigentlich. Diablo 1 ist eigentlich anders gestaltet, aber gut. Da sieht man mal was mit der alten Engine von Diablo. Oh Gott, was ist denn hier? Ja, wir sollten uns danach darum kümmern, was da ist. Aber erstmal sollten wir uns zurückziehen. So interessant das auch ist, das wird noch früh genug zu uns kommen. So, das ist Grief Weaver the Hungry. Also, auf jeden Fall erzeugt er eine Menge Leid in dieser Welt. Mit seinen Blitzen. Aber der hält das Feuer nicht aus, also insofern konnte er auch nichts. Ah, ich habe vergessen, Rejuvenation-Tränke mitzunehmen. Potenziell ist das schlecht. Aber wir werden sehen, ob das zu einem Problem wird. Das werden wir nämlich sehr schnell sehen bei Andariel. Das Level hier ist sehr klein, das ist nicht groß, aber ist ganz schön. Also, ich finde es echt cool gemacht. So, man kann diese kleinen Bälle hier berühren, aber dann kriegt man halt Schaden. Ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, das zu tun. Also, ob man das machen muss, damit sie dann kommt. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach trotzdem mal. So, hier haben wir die nächste Welle. Gut, solange wir Mana haben, dürfte das eigentlich alles kein Problem sein. Wir dürfen halt nichts anderes rankommen lassen. Wir haben jetzt auch weitaus mehr Skelette als beim letzten Versuch. Sie war das letzte Mal relativ heftig, erinnere ich mich. Aber ich glaube, dieses Mal kriegen wir die einfach rein. Uiuiui, wen haben wir denn da? Tong the Hungry. Also die hungrige Zunge, aber der steht ja ziemlich unvorteilhaft da hinten. Ist allerdings auch Fire Enchanted, also hat sozusagen mit Feuer kein Problem. Aber mit Eis wahrscheinlich, oder? Ah, der wird so weit weg. Nein, Eis stört ihn auch überhaupt nicht. Dann bleibt uns halt noch Blitz. Mal gucken. Ja, das stört ihn. Wir nehmen den Single-Blitz, wenn er da jetzt schon so blöd rumsteht, ich meine. Habe ich nicht gesagt, ich nehme den Single-Blitz? Naja, gut. So. Er tanzt auf jeden Fall, das ist doch nett. Oder jubelt uns zu. Das ist auch möglich. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, dass der da so blöd rumsteht.